Super. Aber irgendwo da war noch ein Pfeil. Ich würde ihn gerne elektrifizieren, weil dann kriege ich dann kann ich ihm so eine Waffe klauen. Warte, komm. Danke. Au. Na toll, er hat seine Sachen verloren und ich habe es nicht greifen können. Weil der andere Trottel mich platt gemacht hat. Ich hasse es so sehr. Ah ja gut, hat er geblockt, ist klar. Mhm. Das geht bestimmt gut mit meinem Herzen. Ah. Wo ist der andere Vogel? Au. Ach, das ist der andere Vogel. Okay. Oh, ich darf mich treffen lassen. So. Okay, der Große ist tot. Ciao. Ciao. Geil. Puh, geschafft. Es sei erneut gestattet, Werkzeug zu verwenden. Hurra! Mit einem Herz. Sehr gut. Das war ganz gut, dass ich die Waffe von jemand anderem gekriegt habe. Das war ganz gut, das wollte ich nämlich eigentlich. So, was? Genieß einfach, nutze, was du bekommst. Das alles, um da ganz einfach durchzukommen. Ja, ich weiß, aber ich finde die Dinge trotzdem nervig. Elektromedizin. Aber es ist einfach, weil das halt meistens halt so, keine Ahnung. Ich kann es nicht mal begründen, warum ich die nervig finde. Das sind mir sind die Rätselschreine irgendwie lieber als diese, Schreine, wo du dann, komplett dich durchkämpfen musst. Aber gut, wir haben den Schrein hier hervorragend. Das heißt, wir können jetzt... theoretisch hier hoch, right? Was? Ein Zitterling. Cool, wir haben noch nie einen Zitterling aufgesammelt in dem Teil hier. Schön. Ausdauerknolle, Ausdauerknolle, sehr gut. Ich muss niesen. Ja. So. Okay, haben wir das. Okay, was haben wir hier? Ach so, so ein Ding. Ja, ich muss darüber. Naja, könnte schon passen. Das
dass er weit wegstehen muss. Sehr gut. Habe ich jetzt noch? Nee, ne? Ich hab das Teil hier. Aber das ist bestimmt schon irgendwas dran. Drohne? Wo bist du? Komm her. Glock, 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 glock. Ach, der lässt das Schwert fallen, okay. Massiver Sunanium-Schild, ja. Well. Einmal aufmachen, bitte. Ist hier irgendwas Cooles? Wille der Weisen. Wenn du 4 davon an das Statogen darbringst, vertieft sich deine Verbindung zu den Weisen. Okay, das ist ganz cool. Das können wir dann mal machen. Ich kann euch nicht synthetisieren, weil du bist schon synthetisiert, ne? Oder auch nicht. Okay, geil. Damit fallen wir rum. Dann können wir uns doch hier schnell die Pfeile holen. Sehr schön. So, und dann müssen wir da lang, vermute ich, zum Kopf. Zu langsam. Wo ist er? Da ist er. Natürlich war er schon mal. So. Okay. Wo ist das? Sehr schön. Ich werde hier bestimmt nicht hochkommen, oder? Das sieht aus, als wäre da Wasser an den Wänden. Ja, genau. Zack. Schnell wieder wechseln. Sonst gibt es Elektroschocks. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hoch? Muss ich hier hoch? Hier ging es auf jeden Fall hoch. Okay, warte mal. Für dich brauche ich... oder auch nicht. Just nicht. Ich habe ein... Problem. Mach mal was.
warte mal, kann ich das anziehen? Und dass mich sofort der Blitz trifft? Okay. Zack. Hervorragend. Mächtiges Sonaniumschwert. I need Leben. Ach so. Da komme ich nicht rüber. Einmal hier hoch. Klack. Dann müsste ich jetzt darüber springen können. Kann ich? Aber es geht doch nicht. Ah, okay. Ich dachte, ich muss irgendwie durch die in der Luft dann praktisch die Fähigkeit verwenden. Weil das geht ja nicht. Jetzt war ich gerade irritiert tatsächlich. Bevor ich jetzt hier abspringen, will ich ganz nach oben erstmal. Will wissen, was ganz oben noch ist. Halleluja. Nix mehr. Finde ich gut. Okay, dann allons-y. Drachenkopfinsel. Okay. Ich dachte gerade tatsächlich, dass das so ein Ding ist, wo ich rein muss, dann werde ich irgendwo hingeworfen, aber nee, es muss ein Schrein. Na gut. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, was das hier noch wird. Achso, ist einfach nur Sonnenschrein jetzt hier, okay. Nice. Diamant. Nehme ich gerne. So, habe ich jetzt eigentlich schon wieder 4? Ich glaube, ne? Wir müssen jetzt 4 Stück wieder haben. Right. Ne, 3 haben wir. Okay. Also müssen wir das Göttinnenstatue übrigens, unsere 4 Waisen-Emblems übrigens da bringen. Das sind die einzigen 4, die ich gefunden habe bisher. Gibt bestimmt deutlich mehr und ich habe kein einziges gefunden. Oder alle übersehen. Bin mir nicht sicher. Einmal das anzünden hier. So, die Frage, ist das jetzt der Mineros Forschungsbasis oder... Da geht's raus auf jeden Fall. Aber da geht's hier noch weiter. Okay, das sieht mir aus nach einer Tür. Überraschenderweise.
Also, wie war das mit... Ah, hier ist eine Göttinnenstatue, okay. So, wie war das? Mineros hat irgendwann ein Konstrukt gebaut, dass er praktisch ihren Körper überleben kann. Mal gucken. Wird irgendeine Maschine oder sowas sein. Du hast daraus vom Bestand und Segenslicht erhalten. Du besitzt 4 Zeichen des Willens der Weisen. Für 4 Zeichen des Willens der Weisen kann ich das Vertrauen zwischen dir und einem Weisen deiner Wahl stärken. What? Was heißt denn Vertrauen stärken? Ich nehme Riju. Dann bin ich den Blitze vermutlich kräftiger, oder? Tiefer Schwur von Riju, Weißes Donners. Zeichen des Paktes mit Riju, der Weißes Donners, der euer Bund und Stärke ist, hat die Angriffskraft ihres Geistes zugenommen. Okay. Bringe der Welt den Frieden zurück. Okay. Also nicht Abklingzeit, sondern einfach nur Stärke. So, kann ich das einfach aufmachen? Öffnen. Oh Gott. Das sollte reichen, oder? Gott sei Dank. Oh, ich wäre jetzt mega angearscht gewesen, wenn ich jetzt noch hätte weitere Dinge machen müssen. Geheimnis der Kranzruinen. Oh, das müsste Mineros Maske sein. Okay. Link, Zeldas auserkorener Ritter. Bitte bringe dies an den Ort, zu dem das Licht dich führt. Okay. Geheimnis der Kranzruinen. Geschafft. Weisung aus uralten Zeiten. Nehmen. Oh wow. Finde den 5. Weisen. Okay. Deine Spender. Wir waren ganz unten waren jetzt, glaube ich, ne? Ja. Zack. Was haben wir hier? Allmächt. Zack. Habe ich alle? Nee, ein Teil fehlt hier noch. Ein Teil gibt's hier noch, was ich nicht gekriegt habe. Jetzt alle? Achso, okay. Na gut. Oh, toll. Okay, wir haben hier die Maske. Warte mal, ich hab doch hier was aus meinem Gedächtnis. Kann ich doch was bauen hier? Cool, weil wir
Okay, weil wir Zelda aufgehalten, oder was das Zelda aufgehalten haben, weil wir das Dingens weggemacht haben, das Ding, spricht Zelda nicht mehr zum Blutmond. Der erste Blutmond, seit wir, die Dinger platt gemacht haben. Sehr gut. Und da wurde ganz dran, nee. Das müsste hier reichen. So. Ich brauche eine große Energiezelle, ja. Sehr gut. Wo düsen wir eigentlich gerade hin, sag mal? 谢谢 Ein Satz mit X, das war wohl nix. Nein, ich wollte nicht springen, verdammt. Komm her. Oh nein. Bitte sag mir, ich krieg die Maske da wieder raus. Okay. Dann bringen wir die Maske mal darunter. Entdeckt Abgrund am Bitu-Tal. Ah, okay, ablegen, dann sitzt es einfach dran. Okay, das ist gut zu wissen. So. Schön. Sag mal, wollt ihr denn ihr Forschungslabor gebaut, sag mal? Okay, das ist cool. Die war echt begabt. Link. Zeldas auserkorener Ritter. Beeile dich. Du und ich müssen uns so schnell wie möglich treffen. Bin ja schon auf dem Weg. Holy crap, wo bringt mich die Orion hier gerade hin? Da geht's ganz schön weit runter. Oh, wir sind wirklich komplett im Untergrund. Was aber heißt, das hätten wir auch so finden können, ha? Huh? Den Tempel hier.
Ich hätte vermutlich nur die Maske gebraucht, weil ich sonst nichts damit anfangen kann. Oh nein, ich sehe, worauf das hinausläuft. Konstruktorium, Prärie von Prärie. Ich sehe genau, worauf das hinausläuft. Es fehlen noch 4 Teile dann. Toll. Ja. Ja. Link. Zeldas auserkorener Ritter. Mein Name ist Minero. Ich bin die Weise des Geistes. Welch Glück, dass du hier bist. Endlich kann ich zu dir sprechen. Oh, der hat die ganze Zeit gewartet. Leider lebe ich nur noch als Geist. Mein Geist benötigt ein neues Gefäß, um von Angesicht zu Angesicht mit dir sprechen zu können. 4 Fabriken sind von hier aus zu erblicken. Okay, ich muss in alle rein, dann die Dinge holen. Okay. Bitte begib dich zu allen 4 und baue einen Körper für mich. Okay. Dies ist meine Bitte an dich, Link. Zeldas auserkorenen Ritter. Kriegen wir hin. Okay. Dann aktivieren wir kurz das hier. Und dann würde ich aber sagen, mache ich für heute Tab. Ach so, heißt das Teleportingens. Dann mache ich für heute aber tatsächlich mal den Cut. Und wir machen dann im nächsten Mal weiter und bauen dann Minero neu. Oder wir bauen einen Körper für sie. Wir bauen sie nicht neu, wir bauen nur einen Körper für sie. So, Frage, wo bin ich hier eigentlich? Sehe ich ja gleich auf der Karte. Ich bin mir sicher, hätte ich auch hingekommen, wenn ich das Gebiet unten erforscht hätte weiter. Aber das sehen wir gleich. So, hervorragend. Haben wir das? Oh, wow. So, Herzen habe ich keine, die negativ sind. Wo sind wir hier? Okay, also wir hätten das tatsächlich finden können. Wo sind wir denn hier nicht? Der Abgrund ist... Ja gut, da war das Ding jetzt, wo wir runterkommen sind. Okay, das hätten wir vermutlich finden können, wie wir langgelaufen wären. Dann hätten wir das Konstrukt gehabt, aber hätten halt im Konstruktorium nichts anfangen können am Ende. Also wenn man es erkundet hätte, hätten wir es bestimmt gefunden, wäre hingekommen. Aber dann stehst halt da und denkst du so... Geiles Ding, muss man was zusammenbauen am Ende. Und den Kopf musst du aber trotzdem dann erstmal alle 4 holen, damit du die Quest kriegst, den 5. Weisen zu finden. Okay, das heißt, wir haben 4 Konstrukthallen hier. Das heißt, die müssen wir entsprechend dann besuchen. Und ich gehe mal davon aus, dass jedes davon ein eigener kleiner Dungeon ist. Gut, das machen wir das nächste Mal. Das heißt, für YouTube ist dann hier der Cut. Lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Und in der nächsten Folge bauen wir dann ganz erfolgreich für Minero einen Körper. Bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das ordentlich hinkriegen. Und da bin ich echt gespannt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dann noch relativ viel dann kommt. Das heißt, für YouTube, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!